Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Jan-Christoph Ebersbach von der Chainstep GmbH. Ich bin heute hier und vertrete Professor Volker Swarek von der Hochschule in Hamburg. Das Thema ist Zukunft Blockchain Microgrid und ich muss sagen, wenn ich so meine Vorredner anschaue, dann denke ich, Blockchain ist vielleicht ein bisschen profanes Thema, verglichen mit all den spannenden KI-Themen und Sicherheitsthemen, mit denen wir uns heutzutage beschäftigen müssen. Nichtsdestotrotz, das Thema Blockchain begeistert mich persönlich sehr und ich möchte Sie einmal bitten, mir einen kleinen Überblick darüber zu geben, wie Sie sich eigentlich mit Blockchain auskennen. Und zwar alle die, die sich schon mal Kryptowährungen gekauft haben oder Blockchain-Use-Cases abseits der Kryptowährungen angeguckt haben, einmal bitte kurz melden. Eine Handvoll hier, hier ein paar mehr. Ja, wunderbar. Ich finde das Thema unglaublich spannend. Bei Chainstep beschäftigen wir uns jetzt schon ein bisschen länger mit dem Thema. Seit 2015 sind wir dabei, dieses Thema zu verfolgen. Vor einem Jahr wurde Chainstep gegründet mit dem Ziel, Blockchain in die Realwirtschaft zu bringen. Wir verbinden heutzutage Blockchain häufig mit Kryptowährungen. Da wird es in den Medien hoch und runter gespielt und im Bereich dieser Krypto-Communities, da gibt es eigentlich nur zwei Themen, die wirklich im Vordergrund stehen. Das eine ist nämlich When Lambo. Wann reichen meine Bitcoins aus, dass ich mir ein Lamborghini kaufen kann? Und To the Moon. Wir haben das Geld, um dahin zu fliegen. Wir haben Technologie, die ganze Welt verändern kann. Lass uns diese ganze Welt disruptiv umwandeln, autonom, dezentral, keine zentralen Strukturen mehr, sämtliche Intermediäre ausgeschaltet. Das sind die Kernthemen, mit denen sich die Community sehr gerne beschäftigt. Und Sie mögen sich vielleicht fragen, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Realwirtschaft ist davon weit weg, Normung ist davon weit weg, Stabilität ist das alles überhaupt nicht. Tatsächlich liegt das nahe und ich möchte mit Ihnen in den Bereich Microgrid-Blockchain einsteigen. Keine Mondreise, sondern einfach mal gucken, wo stehen wir eigentlich real mit den Microgrids heute und was kann Blockchain vielleicht dafür tun. Ich beziehe mich hier im Folgenden auf die Informationen aus dem Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur vom letzten Jahr. Wir haben ungefähr 600 Terawattstunden elektrische Energie, die jedes Jahr produziert werden in Deutschland. Dann dabei ist festzustellen, dass wir eine rückläufige Kapazität haben bei konventionellen Energieträgern, außer bei Gas. Und wir haben eine wachsende Zahl an erneuerbaren Energien. Theoretisch könnte diese Energien 50% der Leistung erbringen, praktisch sind es aber tatsächlich nur ungefähr 30%. Und wir haben eine Netzunterbrechungsdauer, das habe ich hier noch als weiteren Punkt rausgegriffen, von knapp 13 Minuten, die anfallen. Das sind erstmal sehr, sehr gute Zahlen und es sieht so aus, als ob wir hier auf einem richtig guten Weg sind. Und wenn wir uns nochmal die Langzeit Prognose oder Langzeitbetrachtung anschauen, dann sehen wir, dass die Zahlen in die richtige Richtung laufen, Störungen gehen runter, die Qualität ist gegeben. Die Bundesnetzagentur stellt fest, dass die Energiewende keinen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität hat. Sehr gut. Warum sollten wir dann überhaupt irgendetwas ändern? Es gibt aktuell zwei Maßnahmen, die für Netzstabilität sorgen. Sollte ich etwas falsch sagen, ich bin nicht Elektrotechniker, deswegen entschuldigen Sie das bitte und korrigieren Sie mich gerne. Das eine ist die traditionelle Maßnahme und zwar bei Schwankungen in der Auslastung werden heute einfach Gaskraftwerke zugeschaltet. Gaskraftwerke sind ganz entscheidend wichtig, um Stabilität in unserem Stromnetz zu gewährleisten, denn sie können schnell angefahren werden und gleichen die Schwankungen, die bei den erneuerbaren Energien zwangsläufig da sind, aus.
Wir haben bei den Gaskraftwerken von 2015 auf 2016 eine Steigerung um 35% der Kapazität gesehen. Heute sind wir auf dem Niveau von 2012 bei den Gaskraftwerken. Das heißt, hier ist eine, steigern wir anscheinend gerade aktiv die Kapazitäten. Das ist das eine, was für Stabilität sorgt. Das andere ist der Zufall, der auch für Stabilität sorgt, und zwar betreffend die erneuerbaren Energien. Schlechtes Wetter, Windstille, Starkwind, Regen sorgt dafür, dass die erneuerbaren Energien noch nicht so viel produzieren können, wie eigentlich erwartet. Was würde passieren, wenn die erneuerbaren Energien von 30% Nettoleistung zukünftig auf 50% Nettoleistung und darüber wachsen? Diese Frage hat sich auch die HAW in Hamburg gestellt und hat dazu Untersuchungen angestellt. Das Ergebnis ist, dass umso ein größerer Anteil an erneuerbaren Energien da ist und umso stärker die Schwankungen im Netz sind, desto häufiger, desto länger werden die Blackouts in Zukunft werden, weil wir nicht mehr die Möglichkeit haben, sie einfach so auszugleichen, und desto häufiger werden sie auch auftreten. Das ist gefährlich für den Klimawandel, für den Energiewandel, den wir eigentlich wollen, und ist ein Riesenproblem, wenn wir das weiter durchverfolgen. Es gibt noch ein weiteres Problem mit den erneuerbaren Energien, und zwar ist es so, dass dass bisher das Stromnetz hierarchisch organisiert ist. Es gibt 4 Übertragungsnetzbetreiber und ungefähr 200 kleinere Verteilnetzbetreiber. Die erneuerbaren Energien, Windparks, Solaranlagen werden auf Niederspannungsebene angeschlossen. Das heißt, wir haben plötzlich nicht mehr eine hierarchische Organisation, die von oben durchgesteuert werden kann, sondern wir haben plötzlich zig Teilnehmer dezentral, die Energie einspeisen und die auch die Mehrheit der Energie einspeisen in die Netze. Wie könnte man so ein Problem in den Griff bekommen? Optimal wäre, wenn wir ein dezentrales System hätten, was automatisiert den Handel mit der Energie regelt und auch gleichzeitig die Netzstabilität gewährleistet. Was kann Blockchain dazu beitragen? Vorab, Blockchains sind kein Allheilmittel und auch keine Wundertechnologie und auch nichts Neues. Blockchains wurden 2009 entwickelt und stehen seitdem härtesten Bedingungen im Internet zum Trotz und operieren dort täglich. Die Technologie ist gereift und wird heute als einsetzbar in Unternehmen angesehen. Was macht eine Blockchain? Eine Blockchain ist eine Datenbank und ein Protokoll, um die Daten, die in dieser Datenbank sind, auszutauschen. Das Besondere ist gegenüber herkömmlichen Datenbanken, dass die Informationen, die in die Datenbank gespeichert sind, verkettet sind, automatisch verteilt werden und zwischen den verschiedenen Teilnehmern, die diese Datenbank betreiben, ein Konsens hergestellt wird. Zudem haben Blockchains die Eigenschaft, dass sie Sicherheit in die Systeme reinbringen. Daten können nicht einfach im Nachhinein verändert werden. Und Blockchains gehen noch einen Schritt weiter und implementieren sogenannte byzantinische Fehlertoleranz. Was ist damit gemeint? Byzantinische Fehlertoleranz geht davon aus, dass in einem System mit mehreren Akteuren nicht alle Akteure den Regeln entsprechend spielen. Das kann sein, dass die Software, die diese Akteure betreiben, fehlerhaft ist, aber das kann auch sein, dass ein Angreifer in dem System ist, der das System zu seinen Gunsten manipulieren möchte. Byzantinische Fehlertoleranz rechnet das mit ein und kämpft aktiv dagegen an, sodass diese Angriffe nicht durchgeführt werden können und nicht erfolgreich durchgeführt werden können. Mit der Bitcoin-Blockchain, wissen Sie das, Sie sehen es in den Medien täglich,
Die Kurse gehen durch die Decke. Es werden damit hunderte Milliarden US-Dollar verwaltet mit dieser einen Blockchain. Können sich auch vorstellen, dass dort natürlich ein Rieseninteresse daran ist, so ein System anzugreifen. Bisher ist dies nicht gelungen. Die Hacks, von denen Sie immer wieder lesen, sind eher Angriffe auf Einzelpersonen, auf Einzelcomputer und nicht auf die Blockchain-Technologie selbst. Ja, das kennen Sie vielleicht schon, was Blockchains sind, aber die Frage ist natürlich, was machen wir mit dieser Technologie? Und das ist wirklich eine große Frage und ich kann Ihnen auch nicht sagen, abschließend, die ist geklärt, es ist alles klar, was wir damit machen wollen, anders als das jetzt vielleicht bei künstlicher Intelligenz der Fall ist. Bei Blockchains wird noch sehr stark nach Anwendungsfällen gesucht und experimentiert. Einige dieser Anwendungsfälle sind hier, dass Sie haben Systeme, die über die Blockchain miteinander kommunizieren. Die Blockchain stellt direkt Kommunikations- und Automatisierungsschnittstellen bereit, sodass Sie diese Schnittstellen nicht mehr in Softwareprogrammcode in ausgelagerten Systemen außenrum implementieren müssen. Das hat einen riesen Vorteil, denn allen Programmcode, alle Software, alle Automatisierung, die Sie in der Blockchain einstellen, kann nicht verändert werden und läuft immer genau so, wie Sie es einprogrammiert haben. Blockchains sind insbesondere dafür geeignet, eine Peer-to-Peer-Kommunikation und Vernetzung zu ermöglichen. Systeme, die jetzt wie bei unserem Microgrid vielleicht sehr verteilt sind mit sehr, sehr vielen Akteuren, sind genau für Blockchains ausgelegt, dass sich diese Teilnehmer finden können, Informationen austauschen können und Einträge in der Datenbank aktualisieren und ändern können. Durch die Eigenschaften der Blockchain mit Sicherheit und Zugangsberechtigung eignet es sich sehr auch für vertrauenswürdige Systeme und Systeme, die Vertrauen bedürfen. Und ebenfalls ist eine asynchrone Kommunikation möglich, das heißt, ein Partner sendet eine Nachricht, stellt zum Beispiel eine Handelsanfrage und später kommt ein zweiter Partner dazu und reagiert auf diese Anfrage. Diese Eigenschaften von Blockchains sind meinem Eindruck nach gut dazu geeignet, dass die Anforderungen zu erfüllen, die wir heute im Microgrid haben, um ein dezentrales Handels- und Stabilitätssystem herzustellen. Hier sehen Sie einige Projekte, von denen Sie gegebenenfalls schon auch gehört haben. Ja. Im Bereich Microgrids und Energienetzverwaltung. Diese Projekte experimentieren mit der Blockchain-Technologie und versuchen herauszufinden, wie gut sich diese Technologie eignet, wo eigentlich die Hürden und Hindernisse momentan sind. Hat es funktioniert? Ja. Darf ich fragen, hat einer von Ihnen schon mal von einem dieser Projekte gehört? Es sind zum Teil auch deutsche Projekte. Das erste Projekt, Brooklyn Microgrid, das hat viel Aufmerksamkeit erregt, ist eben in Brooklyn implementiert worden. Es gibt mit Enerchain ein Hamburger Unternehmen, was auch eine Blockchain-Lösung für den Handel von Energie betreibt. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch ein Bild mitgeben, was ich auf dem letzten DKE-Kongress gesehen habe, und zwar das Bild des Seiltänzers. Sie erinnern sich vielleicht, der Seiltänzer wird als die Normung, als die Standardisierung gesehen, die immer in Bewegung sein muss, aber gleichzeitig auch Freiräume braucht, um auszuprobieren, um rauszufinden, wo müssen wir eigentlich hin, um auszubalancieren. Und ich möchte Ihnen sagen, nutzen Sie die Freiräume, die Sie jetzt haben, um herauszufinden, wie Blockchain-Technologie funktioniert, um in die Diskussion einzusteigen, um sich Projekte anzugucken, die heute schon existieren. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.